Guten Tag, Ladies and Gentlemen. Ich bin es, Kevino, euer Pirate Galaxy Reiseführer. Heute wollen wir uns verschiedenste Lost Places im ganzen Pirate Galaxy Universum einmal genauer ansehen. Orte, die schon längst in Vergessenheit geraten sind. Wir starten unsere Tour im Vega-System. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich hab ihn auf jeden Fall, denn ich habe Gummibärchen dabei. Oh, und jetzt geht's los. Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin's, euer Reiseführer. Wir starten unsere Tour heute auf dem Planeten Kalabash. Und genau hier haben wir uns heute getroffen. Ich bin dafür da, um den neuen Spielern von Pirate Galaxy eine kleine Tour zu geben, damit sie das Vega-System und auch folgende Systeme besser verstehen und schon mal, bevor sie anfangen, ein bisschen etwas gesehen haben. Ich bin dankbar für euer zahlreiches Erscheinen heute. Und werde nun mit unserer Tour beginnen. Bitte folgen Sie mir alle. Und dann nähern wir uns auch schon unserem ersten Lost Place, den wir uns heute anschauen möchten. Die Canyons von Kalabash. Eigentlich gibt es über die Canyons von Kalabash nicht viel zu erzählen. Für ein geradezu märchenhaftes Ambiente sorgen abertausende leuchtender Felsnadeln, die wie züngelnde Flammen in den Himmel ragen. Wind und vor allem Wasser formten die sogenannten Hoodoos wie ein Bildhauer. Aufgrund der Höhenlage von bis zu 2400 Metern kommt es in mehr als 200 Nächten zu Frost. Das in Erdspalten versickerte Wasser wird zu Eis und sprengt kleine Gesteinspartikel weg. In einem endlos langen Prozess weicht der Fels immer weiter zurück, während einzelne Ausläufer immer schmaler werden und schließlich als freistehende Felssäulen übrig bleiben. Sie sind da, keiner weiß warum, und sie sind wahrscheinlich noch ewig hier. Die Canyons von Kalabash sind ein kleiner Ort an einer kleinen Stelle der Karte und des Planeten, an dem man sie finden kann. Ein paar Drohnen fliegen herum und machen das, was sie immer machen. Die Canyons sind schön und schön ist schön und deswegen zeige ich sie euch heute. Eine besondere Bedeutung? Ihre Vergangenheit? Keine Ahnung. Doch sie sind da. Die Canyons von Kalabash. Eine verdammt lausige Gegend, wenn man eine Kuh verliert. Es gibt übrigens eine Mythe. Die Leute erzählen sich, dass es hier auf Kalabash seltsame Würmer geben soll, die aus dem Boden schießen und ganze Schiffe mit einmal verschlingen können. Diese Würmer sollen drei tentakelartige Zungen haben, die ebenfalls noch einmal zubeißen können. Ma ce ne sono milioni! No, è solo uno! Scappiamo! Scappiamo! Vieni! Seltsame
seltsame Geschichte, aber das ist das, was man sich auf einem Wüstenplaneten so erzählt. Guarda! Ce la facciamo! Ce la facciamo! Stupido figlio di puttana. Si è messo KO da solo. Mi venisse un accidente. Si è ucciso. L'abbiamo ucciso. L'abbiamo ucciso. Vaffanculo! Ich habe so einen Wurm noch nie getroffen und möchte es auch nicht. Genau deswegen werden wir auch schon wieder abreisen und zu unserem nächsten Planeten fliegen, an dem ich euch ein Lost Place zeigen möchte. Folget mir, ich folge euch. Meine Damen und Herren, wir befinden uns hier auf dem Planeten Axiom. Hier zeige ich euch eine neue Attraktion, einen Lost Place, den wahrscheinlich schon viele vergessen haben. Und zwar den großen Lavastrudel. Der Lavastrudel ergießt sich aus den Lavaflüssen des Schicksalsberges hier im Hintergrund. Der Fluss läuft vom Berg hinunter bis hier, wo er dann im Lavafluss endet. Viele Piloten haben damals zu goldenen Zeiten diesen Ort besucht, um sich den Lavastrudel anzugucken. Er ist ja auch faszinierend, wie er da so herumstrudelt. Allerdings hat dieser Lavastrudel auch schon mehrere Opfer zu beklagen. Denn viele Piloten, die nicht genug von ihm bekommen haben. Hallo, heute habe ich euch das heiße Suppenlachen mitgebracht. Und zwar habt ihr hier so eine Suppenschale und einen Löffel. Und dann versucht ihr die Suppe zu essen, so zu schlürfen. So. Und dann merkt ihr so ganz heißes. Das nächste Mal heiße Suppe isst, dann denkt er an das Lachen und lacht. Sind, wie ich schon fast hier, viel zu nah an die Klippe herangeflogen. Das Problem dieses Lavaflusses ist, dass dieser Strudel komplett verbunden ist mit dem Erdkern des Planeten. Das heißt, die Lava wird hier eingesaugt und von der Gravitation des Erdkernes angesogen, wodurch hier an diesem Strudel die Gravitation von ganz Axiom am stärksten ist. Das heißt, selbst die starken Antriebe der Raumschiffe können diesem Strudel, wenn man zu nah an ihn gelangt, nicht entfliehen. Das heißt, das Schiff wird angesogen, in die Lava gedrückt und hinuntergeschluckt. So, das passiert aber leider meistens nur den Vega-Schiffen, da ihre Antriebe noch nicht allzu gut ausgereift sind. So, mein Parsec kann also bedenkenlos etwas näher heranfliegen, um euch diese wunderschönen Bilder zu präsentieren. So, das war es auch schon von diesem Lost Place auf Axiom und wir wollen unsere Safari-Tour doch noch etwas fortsetzen.
Aber Axiom verlassen werdet ihr noch nicht, denn jetzt schauen wir uns einmal den Schicksalsberg etwas genauer an. Bleiben Sie dran! So, meine Damen und Herren und Mattis, wir nähern uns nun dem Schicksalsberg von Axiom. Der einzigste, kaum zu glauben, aber auch größte Vulkan auf dem Planeten. Till it's cool, just cool. Der Planet ist ein kompletter Lavaplanet, der von diesem einzigen großen Vulkan hier ausgeht. Die Mentis wissen diesen Ort zu schätzen, denn hier gibt es viele Schätze. So, wir sind jetzt hier direkt am Schicksalsberg und ich werde nun ein wenig über den Schicksalsberg erklären. Wie schon bereits eben am Lavastrudel habe ich ja erklärt. Oh, einen kleinen Moment bitte. Oh, meine Bezahlung. Into the mouth. Wo war ich stehen geblieben? Wie schon eben beim Lavastrudel erklärt, kommt die Lava aus diesem Schicksalsberg und fließt in einem Strom komplett über den Planeten, bis sie am schon bereits erwähnten Lavastrudel in den Strudel gerät und direkt wieder hinunter zum Erdkern gesaugt wird. Dann denkt er an das Lachen und lacht. Der Erdkern wiederum sprüht an einer anderen Stelle die Lava unterirdisch wieder hinauf, wo sie dann aus dem Schicksalsberg wieder hinauskommt und denselben Weg von vorne beginnt. Dies ist der Kreislauf des Planeten Axiom. Aber der Planet bzw. der Vulkan hier auf Axiom hat auch eine weitere Geschichte, die ich euch nicht die ihr hören sollt. Also, damals erzählte man sich, dass es einen Ring gab und vier kleine komische Typen, die einmal hierher kamen, um diesen Ring hier oben im Feuer des Schicksalsberges zu verbrennen. Gandalf? Es reihen sich Mythen darum, warum sie das getan haben. Ich meine, so einen Ring kann man auch irgendwo anders vernichten. Allerdings scheint erst, nachdem sie den Ring in den Vulkan geworfen haben, diese Feuerverbindung und der Vulkan erst dann ausgebrochen zu sein. Das heißt, die vier kleinen Hobbits haben Schuld daran, dass der Planet heute so aussieht, wie er ist. Was mich dabei interessieren wird, ist allerdings, was war das verdammt nochmal für ein Ring? So einen will ich auch haben. Ne? Viel gibt es über Axiom dann auch eigentlich nicht mehr zu erzählen. Wie gesagt, die Lava schießt aus dem Erdkern durch diesen riesigen Vulkan hier hinaus, läuft komplett über den Planeten in verschiedenen kleinen Lavaseen und Flüssen und endet dann wieder am Strudel, wo sie dann wegen der starken Gravitation, die ich bereits am Strudel erwähnt habe, wieder hinuntergesogen zurück zum Erdkern wird es tun. Meine Damen und Herren, das war der Planet Axiom. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Ich hatte meinen Spaß, denn ich
habe immer noch eine halbe Packung Gummibärchen dabei. Schauen wir uns doch jetzt nochmal ein paar andere Lost Places an. Ich hoffe, Ihnen gefällt die Führung bis jetzt. Und dir, lieber Wachposten, hoffe ich, du hattest ein schönes Leben. Nice. So, gehen wir doch mal. Oh, noch ein Kryonit. Den muss ich natürlich mitnehmen. Jetzt kann ich mir sogar noch mehr Gummibärchen kaufen. Wir sehen uns gleich. Und da sind wir auch schon auf dem nächsten Planet bzw. Mond. Wir befinden uns auf dem kleinen Mond Lyris, welcher der Mond von dem großen Planet Kolossus ist. Lyris ist eigentlich an sich ein einziger großer Lost Place, denn dieser Planet geriet sehr schnell in Vergessenheit. Neue Spieler befinden sich nicht sehr lange auf ihm und vergessen ihn deswegen sehr schnell. Dabei finde ich, dass Lyris vielleicht sogar der schönste Planet im Vega-System ist, meiner Meinung nach zumindest. Lyris ist so ruhig, wenn man über ihn rüberfliegt und die richtigen Stäube von den richtigen Pilzen einatmet, dann kann man hier richtige Abenteuer erleben. Ich zum Beispiel bin einmal verschollen gegangen und man hat mich nach einem Monat und 3 Tagen und 24 Minuten und 5 Sekunden wiedergefunden. Ich habe mir eine Höhle gegraben, habe dieses komische Pilzzeug weiterhin inhaliert und habe getanzt, als wäre ich Tarzan. Doch das Problem war, hier gab es keine Lianen und ich bin immer auf die Fresse gefallen. Okay. Aber wir schweifen vom Thema ab. Also Lyris, ein einzigster Lost Place. Wunderschön, große Pilze und viele, viele illegale Drogengeschäfte, aber ja. Aber sind wir doch mal ehrlich, wir wissen doröalle, wer sich mal ordentlich den Hirn zudröhnen möchte, der kommt nach Lyris. Ja, ich habe auch bald wieder Urlaub. Also gut, wir haben uns Lyris angeguckt, wir haben uns Axiom angeguckt und natürlich auch Calabash. Und bevor wir wegfliegen, zeige ich euch noch hier ein paar kleine Drogenlabore. Hier werden die Pilzsporen und Pilze auch teilweise angebaut und dann werden hier äußerst effektive Substanzen hergestellt, um das Leben etwas lebenswerter zu machen. Say my name. Heisenberg. Goddamn right. So, jetzt müssen wir uns aber verstecken oder beziehungsweise hier wieder verschwinden, denn die kleinen Laborleute sehen es gar nicht gern, wenn man eine kleine Dokumentation über den macht. Und ich als Stamm, ich möchte sie nicht verärgern. So, Lyris, wunderschön. Aber wir müssen weiter. Aber nun erkläre ich euch ein bisschen mal etwas über das Verhältnis Lyris und Kolossus. Dafür fliegen wir doch einfach mal schnell hinüber zu dem großen Multiplaneten. So, das ist er. Hallo, Kolossus. Der große Multiplanet. Lyris, dessen Mond, auf dem wir gerade waren. Ich erzähle euch nun ein bisschen etwas über die Geschichte von Kolossus. Also dürft ihr gespannt zuhören. So, fangen wir an. Also, wo soll ich denn anfangen? Ich muss mal kurz überlegen. Kolossus ist ein sehr, sehr alter Planet. Der Planet Kolossus ist ziemlich leer und noch leerer als leer. Damals haben hier die allerersten Kämpfe gegen die Mantis stattgefunden, als die Mantis zum ersten Mal die Kolonisten im Vega angegriffen haben. Hier haben die ersten Kämpfe stattgefunden. Und zu Ehren und zu Gedenken dieser Ereignisse tut man heutzutage Duelle und Veranstaltungen auf diesem Planeten organisieren. PvP-Duelle sind damit gemeint. Der Planet ist so rosa, weil er rosa ist und seine Atmosphäre sehr viel Druck enthält. Ja, so viel Druck
erhalte ich auch immer, wenn ich auf Toilette gehe. So, also war es eigentlich auch schon wieder vom Kolossus. Es gibt eigentlich noch einen weiteren Lost Place nun hier zu sehen, aber dafür müssen wir auf einen anderen Planeten fliegen. Der letzte Planet, den wir uns angucken wollen, ist der Planet Aurora. Dieser Planet ist ganz schön kalt, also schlage ich euch vor, zieht ihr euch lieber mal eure Pudelmützen an. Bis gleich! Ich glaube, ich bin immer noch auf diesem Pilz verlöre. Wir befinden uns nun auf dem Weg zum letzten Planeten Aurora. Auch Aurora hat einen Mond, auf dem es Kämpfe gibt. Und der Reaktor dieses Mondes ist sehr instabil und wird regelmäßig von Mantis angegriffen. Doch tapfere Piloten verteidigen ihn bis zu ihrem bitteren Ende. Und das ist ein ewiger, tödlicher Kreislauf. Doch wer uns heute interessiert, ist der Lost Place auf Aurora. Und den gucken wir uns jetzt mal ganz genau an. Ja, das werden wir tun. Ja. Mir ist so schlecht. Willkommen im Orbit von Aurora. Oh, Alfred, du alte Docke, wie geht's denn dir? Oh, Luzi. Dich habe ich ja auch schon lange nicht mehr gesehen. Ja, die beiden, die fliegen hier rum. Das ist ihr Hobby. Das machen die einmal im Monat und das eine Woche lang. Ja, könnte man fast denken, als hätten die ihre Tage. So, jetzt gucken wir uns aber mal den Lost Place auf Aurora an. Mann. Und das ist so heiß. Ja, das tut so gut. Oh, gib mir mehr davon. Du kriegst mehr. Pizza. Galaktisch gut. Anrufen. Und Ihre Pizza kommt ins Haus. Pizza Planet. So, wir sind jetzt... Oh, es ist aber ganz schön kalt hier. Also, wir befinden uns jetzt auf dem Weg zum Lost Place auf diesem Planeten. Überall auf Aurora kann man diese komischen Eingänge an den Bergen finden. Hier wohnen irgendwelche Hinterwäldler, die einfach gerne auf kalte Temperaturen stehen. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, was die hier machen. Hier sieht man noch alte Mauern aus vergangenen Tagen. Aber man kann hier auch ein bisschen Sparring und Wellness machen. Zum Beispiel sich eine kleine Massage an diese Massagetürmen. Diese schießen nämlich Massagestäbe auf dich und... Okay, wir sind angekommen. Hier sehen wir auch schon den Lost Place. Die alten Tempelanlage. So, dann hole ich mal mein Säckchen. Die alten Tempelanlagen sind wahrscheinlich älter als Aurora. Sie flogen im All rum und irgendwann setzten sie sich auf den Planeten. Nein, aber mal ehrlich, keiner weiß genau, was es mit diesen alten Tempelanlagen auf sich hat. Diese alten Tempelanlagen haben merkwürdige Symbole. Sie könnten etwas mit dem Mantis zu tun haben. Vielleicht sind es sogar ihre Schriftarten. Ich kenne mich mit den Schriften der Mantis leider nicht allzu gut aus. Und warum verdammt nochmal kann man mich nicht sehen? So, hallo, hier bin ich. Diese Tempelanlagen. Ich finde sie so mystisch. Die stehen hier einfach so rum. Keiner weiß warum. Bisschen Fingerspitzengefühl. Lauf! Direkt neben diesen Ruinen. Aber schon mal besseren Kaffee getrunken. Ja, diese Ruinen sind auch schon sehr alt, doch nichts gegen die alten Tempelanlagen, von denen keiner weiß, warum sie da stehen. Die Ruinen sind aus vergangenen Kriegszeiten, als die Mantis zum ersten Mal das Vega-System angegriffen haben. Da haben sich die Menschen aber ganz schön in die Hosen gemacht.
Ich glaube, der viele Speck war nicht so gut für Opa. Warst du das, Opa? Das war ein leiser Kirchenpups. Ich glaube, ich habe auch einen. Der war, glaube ich, nicht ganz sauber. Mach's besser. Opas Bauch zwickt. Lass ihn raus. Bin gespannt, ob dir der gefällt. Oh Gott. Hier, Opa, da ist Kacke mit raus. Es tut mir so leid. Es ist gut. Oh mein Gott, tut mir leid, die Damen. Drehen Sie sich nicht um. Das tut mir so leid. Oh Gott, das ist. Lass uns gehen, Kumpel. Oh nein. Das glaube ich doch nicht. Der Kerl hat sich auf die Bank gestellt und an die Wand gekackert. Er hat an die Wand gekackert. Heute machen sich die Menschen in die Hosen. Seht ihr euch an? Die hauen einfach so ab. Nur weil sie ein größeres Schiff sehen, als sie selbst, diese Lappen. Ja, die alten Tempelanlagen, da war ich stehen geblieben. Also die alten Tempelanlagen, die stehen hier schon ziemlich lange und keiner weiß warum. Aber die Tempelanlagen stehen hier. Und die Hieroglyphen auf den Tempelanlagen kann ein bisschen mit dem Mendes zu tun haben. Und dann gibt es natürlich noch die Ruinen. Die Ruinen stehen natürlich auch schon sehr lange da. Aber die Tempelanlagen, von denen keiner weiß, warum sie eigentlich da sind, stehen schon viel, viel länger hier. Das war auch schon der Last Place auf Aurora. Dann kommen wir auch langsam zum Ende dieser Führung. Feuer muss man auch zu Grad bleiben. Lost Places. Places, die lost sind. Orte, die die Spieler wahrscheinlich schon längst vergessen haben. Oder nie wirklich beachtet haben. Doch sie sind da. Und man kann sie sich ansehen. Sir, bitte halten Sie Ihren Blaster in eine andere Richtung. Danke. Aber Aurora ist wunderschön. Wie viele Planeten in der Pirate Galaxy. Der Schnee, der so sanft zu Boden geht, die Energiekugeln so sanft über den Boden schweben und die Mantis ganz sanft hier auf dem Planeten abgeschottet werden. Die Ernter, die ihren Schnee einsaugen und hoffen auch mal, dass ein Kryonit dabei ist. Doch wie wir wissen, haben die nicht wirklich viel Ertrag. Tja, wer ist auch so blöd und erntet auf einem total eingefrorenen Planeten? Ja. Hier übrigens, Moment. Hier übrigens hat der legendäre Kampf gegen den Beomut stattgefunden. Hier hat er voll auf die Fresse gekriegt. Richtig derb, das glaubt ihr gar nicht. Und hier ist übrigens auch der Platz, an dem sich dieser Typ die ganze Zeit eingeschlossen hat und erst wieder rauskommen wollte, wenn das Tau-Teti-System erforscht wurde. So ein Depp. Angeblich hat er sich da drin nur von Toilettenpapier und Rindfleischrouladen ernährt. Na gut, ich schweife schon ziemlich lange ab. Schon ziemlich lange. Eigentlich ist die Hälfte der Führung abgeschweift. Aber abschweifen ist cool. Man erzählt über alles Mögliche. Hallo Ernter. Tschüss Ernter. So, also jetzt werden wir aber Schluss machen. Ich werde noch ein kleines Geonitchen einsammeln. Und den Abfanggegang hier zeigen, wer der Babu ist. Guck mal hier, die Rakete ging daneben, aber der Blaster trifft und du hast dasselbe Schicksal. So, und jetzt danke ich mich bei allen, die jetzt immer noch nicht abgeschaltet haben und sich mein Gelaber immer noch anhören. Ich danke euch. Aber jetzt mal ehrlich, ich muss nochmal einen Schluck trinken.
Ich bin ein bisschen erkältet, das hört man glaube ich auch, oder? Also ich bedanke mich bei allen, die zusehen, die auch all die Jahre schon bei anderen Videos zugesehen haben. Ich bin euch wahnsinnig, naja, dankbar. Ja, schon dankbar, weil ich freue mich wirklich sehr, wenn es euch gefällt. Doch ich muss ehrlich zugeben, in letzter Zeit gehen mir langsam die Ideen aus und ich mache das auch schon ziemlich lange. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich aufhöre. Aber das soll heißen, dass ihr mir vielleicht auch mal ein paar Ideen zusenden könnt. Damit ihr nicht so Müll wie das, was ihr jetzt gesehen habt, dabei rauskommt. Oh, warte mal. Alter. Okay, jedenfalls vielen Dank für alles. Und wenn ihr möchtet, dass wir auch mal eine Tour durch die anderen Sternensysteme machen, müsst ihr mir das aber wirklich in den Kommentaren auch mitteilen, okay? 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 Und jetzt nochmal machen wir es. Wisst ihr was? Wir machen das jetzt mal so. Wie in diesen ganzen großen YouTuber, okay? Achtung, warte mal, erst nochmal einen Schluck trinken, ja. Oh, ich trinke so viel, dass die Leute auf Pullern gehen. Geh ich erst pullern? Nee, erstmal mache ich das hier. Alter! Alter! Du störst mich hier bei der Endcard, okay? Kumpel, ist dir das eigentlich klar, was du hier tust? Übertreib deine Rolle nicht. Hast du mich verstanden? Ist dir kalt? Oh, ich mach dir ein bisschen Wärme. So, jetzt bist du tot. Also, wo war ich stehen geblieben? Naja, muss nochmal einen Schluck trinken, ne? So. Die ganzen Hardcore-Gucker, die jetzt immer noch nicht abgeschaltet haben, machen das jetzt mal wie bei den Hardcore-YouTubern. Also, haltet euch fest. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihr ein... Jürgen! Doch nicht so! Es tut mir leid, es tut mir einfach leid. Also nochmal von vorne. Oh, jetzt muss ich wieder was trinken. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um neue Videos nicht zu verpassen. Wenn da mal wieder eins kommt, kann ja ein bisschen dauern, wie man wahrscheinlich in der Vergangenheit schon gesehen hat. Aber wie gesagt, sind mir eure Ideen. Und wenn ich gesund bin, habe ich auch wieder eine normale Stimme. Vielen Dank für alles. Haut rein. Abonniert den Kanal. Ich habe davon nichts, aber es macht mir Spaß zu sehen, wenn es euch gefällt. Und ja. Macht's gut. Vielen Dank für all die Jahre. Natürlich geht's weiter. Oh, so. Ich bin echt voll krank, Alter. Ich glaube, ich flieg wieder nach Lyrus. Ist die Kamera aus? Alter, du hättest die Kamera schon ausmachen sollen! Ich will nicht gestört werden, wenn ich Pilze auf Lyrus rauche! Meine Damen und Herren, hier noch ein kleiner Zusatz. Wir befinden uns jetzt hier im Orbit vom Planeten Axiom. Der Planet Axiom ist genau falsch. Diese Pilzspuren. Was? Bist du verrückt? Nimmst du immer noch auf oder was? Mach die Kamera aus! Ich schwör's dir! Ich schwöre! Mach aus! Amanda, mach dich aus! Drogeneinnahme. Action.
Hallo, heute habe ich euch das heiße Suppenlachen mitgebracht. Und zwar habt ihr hier so eine Suppenschale und einen Löffel. Und dann versucht ihr die Suppe zu essen, so zu schlürfen. So. Und dann merkt ihr so ganz heißes.